Nach einem heftigen Pump wurde der Bitcoin-Preis vorerst mal in unserer so viel besprochenen Resistance-Zone rejected. Auf was muss man jetzt aufpassen, Leute? War das schon unser Dead-Cat-Bounce? Oder können wir mit mehr Upside rechnen? Das werde ich in unserem heutigen Video ganz genau erklären. Ich habe einige spannende Dinge vorbereitet, natürlich um wieder in die Vergangenheit zu blicken. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wenn euch das wie immer gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, kommentiert in der Kommentarsection, gebt uns natürlich Feedback, Leute. Ganz, ganz wichtig und das Allerwichtigste, abonniert unseren YouTube-Kanal, aktiviert die kleine Glocke, drückt auf alle, um keinen Content mehr zu verpassen. Und in der Videobeschreibung natürlich, Leute, ihr wisst es schon, wenn ihr uns schon länger verfolgt, ihr habt hier unseren Twitter- und Instagram-Account verlinkt. Das heißt, wenn ihr up-to-date sein wollt, schaut dort auch mal vorbei. Und dann würde ich sagen, genug Werbung für heute. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr hattet einen super Tag. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alessandro und dann würde ich sagen, starten wir direkt in den Content. Und zwar, Leute, habe ich zuerst einmal etwas Geschichte vorbereitet, um euch einmal einen Denkanstoß zu geben, was die Bullen hier in dieser doch heftigen Abwärts- bzw. darauffolgenden Seitwärtsbewegung hier in den letzten 10 Tagen geschafft haben. Und zwar, ja, ihr lest richtig, Leute, wir hatten 10 grüne Daily Candles in Folge. Und ich habe da so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeblickt, weil natürlich kann man in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr gut erkennen, was vielleicht in Zukunft passieren wird. Aber Leute, ihr kennt den Spruch, Past Performance does not indicate future results. Das heißt, das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist keine Garantie, dass es in der Zukunft wieder so passieren wird. Aber auch wenn man sich die ganzen 4-Jahres-Zyklen, die Bull- und die Bear Markets und Runs anschaut, dann kann man hier immer sehr, sehr viel ableiten, auch aus der Vergangenheit. Und deswegen, Leute, ich befinde mich hier im Coinbase-Chart. Es ist natürlich auch von manchen Exchanges zu Exchanges unterschiedlich, aber ich habe hier den Coinbase-Chart hergenommen, Leute, und das letzte Mal, dass wir 10 grüne Daily Candles oder mehr hatten, liegt hier zurück bis ins Jahr 2017, April 2017. Und zwar, ich habe euch das schon hier vorbereitet, Leute. Wir hatten hier 12 grüne Daily Candles in Folge. Und wir hatten, interessant an dieser Geschichte ist, wir hatten noch hier, bevor wir diese 12 Daily Candles in Folge hatten, Leute, hatten wir auch hier ein Run-Up. Eindeutig. Und zwar, wenn ich da noch ein bisschen rauszoome, so. Hatten wir auch hier ein sehr, sehr starkes Run-Up und zwar von 400 Dollar damals bis auf 1300 Dollar. Dann wurde hier so etwas Momentum verloren, sozusagen. So schlecht, so. Dann haben wir hier etwas Momentum verloren, hatten eine starke Korrektur mit einer darauffolgenden Seitwärtsbewegung. Hatten hier nochmal einen starken Pump nach unten und dann 12 grüne Daily Candles hintereinander. Und natürlich, Leute, ich will euch jetzt nicht sagen, wir machen 1200%, weil wir jetzt auch 10 grüne Daily Candles hatten, aber wir hatten damals nach diesen 12 grünen Daily Candles noch einen Kursanstieg von 1194%. Das heißt, auch hier natürlich keine Garantie, das ist eh ganz klar. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir nochmal 1000% von dieser Stelle hier machen, von 40.000 Dollar, weil dann das würde uns auf über 440.000 Dollar katapultieren. Das möchte ich nicht sagen, aber damit möchte ich auch sagen, Leute, der Bullrun muss noch nicht abgeschrieben sein, weil die Bullen haben hier wirklich sehr, sehr starkes Momentum bewiesen, indem sie 10 grüne Daily Candles rausgeballert haben. Das war mal das Erste, was ich für heute vorbereitet habe. Das Zweite, um noch etwas weiter hier in dieses Sentiment zu gehen, Leute, und zwar, ich werde hier am Daily Chart die EMA Ribbons aktivieren. Und wir reden schon seit einer Woche darüber, Leute, seit diesem Run-up der Bullen nach oben. Das heißt, schaut euch gerne unsere letzten ein, zwei Videos an, wenn ihr das backchecken oder factchecken wollt, sozusagen. Und zwar mit diesem Run-up, Leute, ihr seht es ja, wir haben hier
den Support. Also nachdem wir hier unter die Daily EMA Ribbons gebrochen sind, konnten wir diese nicht mehr Support halten, sind darunter gebrochen. Dann kam sehr, sehr schnell ein Short-Signal, das heißt, die Daily EMA Ribbons sind bearish geflippt. Wir hatten einen harten Drop nach unten. Ihr wisst es, diese sehr langweilige Seitwärtsbewegung mit dieser momentanen Bodenbildung in unserer grünen Supportbox. Und dann durch dieses Run-up der letzten 10 Tage, also jetzt schon 12 Tage, weil wir haben jetzt schon, oder 13 Tage, es ist schon der dritte Tag nach den grünen Daily Candles hier, dieses Run-up, sind sie wieder bullish geflippt. Das heißt, hier ein Long-Signal. Ich mache den 10er mal weg. Kann man das gleich leicht erkennen? Genau. Also hier seit heute wieder bullish geflippt. Und da möchte ich jetzt auch in die Vergangenheit eingehen, Leute, um zu zeigen, wie mächtig diese Daily EMA Ribbon Signale hier auch sind. Und zwar hier, man muss hier auch sagen, Leute, wir befinden uns deutlich über den Daily EMA Ribbons, ja. Wir hatten ja hier diese heftige Seitwärts- bzw. Downtrend. Aber jetzt sind wir deutlich über den EMA Ribbons. Die EMA Ribbons liegen hier circa bei 36.000 und wir bewegen uns circa bei 40.000. Das heißt, schon deutlich darüber. Und jetzt will ich in den letzten Bullrun gehen, Leute, und dann vom letzten Bullrun bis heute sozusagen nochmal zeigen, wie mächtig diese Daily EMA Ribbon Signale sind. Und zwar, wir hatten hier am Anfang des Bullruns ein Long-Signal im Jahr 2017, eben auch wo unsere 12 grünen Candles sind. Ich gehe daher und wir messen bis zum Peak, bis zur Spitze. Wir hatten hier nach diesem Long-Signal, Leute, einen Kursanstieg von 1800%. Dann gehen wir weiter. Auch Short-Signale, Leute, auf den Daily EMA Ribbons sind sehr, sehr machtvoll. Und zwar, wir hatten hier das Short-Signal und hatten dann hier bis zum Peak runter 60% fast, also 53%. Dann hier war ein kurzes Long-Signal, was man außer Acht lassen kann. Und das ist jetzt auch die einzige Gefahr, Leute. Wir werden dann nochmal auf die jetzt, also auf die jetzige Situation zurückkommen, wo ich das dann auch nochmal erklärend sehr, sehr gut zeige. Aber das Wichtige ist, Leute, da sind sie auch kurz bullish geflippt. Aber ihr seht es schon, wir sind auch so wie jetzt darüber gekommen, sie sind bullish geflippt, aber die Daily EMA Ribbons konnten nicht als Support gehalten werden und wir wurden hier sofort wieder zweimal rejected. Sollte das jetzt wieder der Fall sein, dass wir die Daily EMA Ribbons in nächster Zukunft nicht halten können und sogar wieder von denen rejected werden und die als Resistance dienen, das wäre natürlich sehr, sehr bearish, so wie es hier war. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns weitergehen, Leute, und zwar Short-Signal. Zack, 35%. Dann wieder hier dieselbe Geschichte, Leute. Wir sind darüber gekommen. Es war zwar ein Long-Signal, wir konnten dieses aber nicht halten, wurden rejected. Und dann hatten wir hier eine heftige Seitwärtsbewegung, wo eigentlich der Preis sich kaum bewegt hat, immer bei den EMA Ribbons hier platziert war. Aber nichtsdestotrotz waren sie hier schon bearish geflippt. Und wir werden auch da das Measure. Das Messen. Und zwar auch hier, Leute, sehr, sehr heftiges Signal. 57%. Gut, gehen wir weiter. Long-Signal bekommen. Und wichtig auch, EMA Ribbons immer wieder Support bestätigt und darüber geblieben. Das ist jetzt eben in dieser Situation auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn die Bullen das schaffen, hier die Daily EMA Ribbons wieder als Support zu bestätigen, Leute, dann ist das ein sehr, sehr mächtiges Signal. Überhaupt die Long-Signale, und zwar auch hier 285%. Hier wieder Seitwärtsbewegung, Long Short, Long Short, Long Short. Es konnte niemand richtig den Support oder die Resistance halten, weder die Bullen noch die Bären. Aber das letzte Short-Signal, Leute, zack, 40%. Dann hier nächstes Long-Signal. 47%. Short-Signal 57, 58%. Und jetzt kommen wir
hier zum nächsten Signal, nur dass ihr seht, wie machtvoll diese Daily EMA Rebounds sein können, bis zur Spitze 81%. Okay, Seitwärtsbewegung, wir wissen es, wir haben es um die EMA Rebounds herum bewegt, ihr seht nicht viel Preisbewegung, aber dann jetzt Anfang unseres Bullenmarktes, Leute, Long-Signal, die Bullen konnten den Trend halten, haben die EMA Rebounds als Support bestätigt bis zu unserem Peak 516%, Leute, okay? Was ich damit jetzt sagen will, ganz eindeutig, und zwar, wenn, das werden wir ganz genau im Auge behalten, wenn die Bullen es schaffen, Leute, die Daily EMA Rebounds als Support zu bestätigen, wir es kontinuierlich schaffen, über diese Resistance Box, über die abfallende Resistance und diese horizontale Resistance darüber zu kommen, und wir es immer wieder schaffen, die Daily EMA Rebounds als Support zu bestätigen, Leute, dann könnten wir hier ein heftiges Run-Up sehen. Wir hatten Long-Signale von bis zu über 1000%. Okay? Und ein Durchschnitts... der Durchschnitt liegt immer bei fast 100% bei den Short-Signalen, ca. immer 50-60%, bei den bullischen Signalen sehr, sehr viel höher. Das heißt, sehr, sehr mächtig. Und auf das werden wir in den nächsten Videos sehr viel Acht geben. Also macht euch bereit, haltet diese EMA Rebounds im Auge. Das könnte hier ein sehr, sehr mächtiges Signal werden. Gut, Leute, kommen wir nun auf die kleineren Timeframes auch zu sprechen. Also ihr wisst, es ist nicht sehr, sehr viel passiert, Leute. Seit unseren letzten Videos, wir wurden hier erstmal rejected. Aber nach 10 grünen Daily Candles ist es wirklich kein Problem, hier wieder etwas runterzugehen und um dann wieder diesen Trend fortzusetzen. Ich habe auch schon gesagt, Leute, diese Zone hier zwischen 41.000 und 42.000 Dollar wird die wichtigste Resistance-Zone werden. Die hatten wir. Wir hatten hier schon Multiple Resistance, hier einmal Resistance, bevor wir durchgebrochen sind. Dann hatten wir hier Support. Also wir haben sehr, sehr hohe Signifikanz in dieser Zone, Leute. Hier hatten wir natürlich schon mehrere Resistance-Berührungen. Das heißt, das müssen die Bullen schaffen, hier wirklich als Support zu flippen. Und dann ist schon das nächste Level hier, Leute. Wir wurden hier zweimal supported und wurden hier, als wir darunter gebrochen sind, rejected. Das heißt, das nächste horizontale Level liegt bei ca. 45.000 Dollar und natürlich von unserem All-Time-High, Leute. Hier kommt so eine abfallende Resistance hinein. Da muss man aber eben sagen, da wissen wir noch nicht, wie viel Signifikanz die wirklich hat. Wir hatten hier eher weniger Berührungen, aber das könnte auch nochmal als Resistance dienen. Deswegen auf das auch aufpassen. Aber die wichtigste Zone wird hier diese Resistance Box jedenfalls. Gut, ich würde sagen, wir gehen an 4 Stunden Timeframe, Leute. Und ihr seht es auch hier. Einmal noch ganz kurz zurück zum Daily. Und zwar, Leute, es sieht hier wirklich nach so einem Trend, kleinen Trend Reversal aus. Wir haben hier übergeordnet auf jeden Fall einmal ein Higher High gebildet, was ganz, ganz wichtig war. Und deswegen, auch wenn wir hier noch einmal rejected werden und vielleicht uns in Zonen von 34.000 bewegen sollten, Leute, es wäre nur wichtig eben, dass wir ein Higher Low bilden, eben also so, und dann vielleicht diese Resistance Zonen durchbrechen, eben Higher Lows, Higher Highs. Das ist auch das, was wir in Zukunft jetzt am Daily Chart sehen wollen, um wirklich von einem Trend Reversal zu sprechen. Und dann gehen wir eben schon weiter im 4-Stunden-Chart. Denn Leute, im 4-Stunden-Chart eben sieht man es sehr, sehr schön. Seitdem wir hier aus unserem Falling Wedge ausgebrochen sind, muss man hier wirklich sagen, bilden wir immer wieder hier Higher Lows. Higher Lows und auch kontinuierlich immer wieder Higher Highs natürlich. Okay, also ganz, ganz wichtig. Auch hier eben klassisches Trend Reversal bislang, aber man muss natürlich sehen, ob wir hier nicht härter rejected werden, ganz, ganz klar. Auch am 4-Stunden-Chart, Leute, EMA Rebounds natürlich reinhauen. Und ihr seht es so, das ist das beste Beispiel, Leute, so soll es am Daily Chart auch aussehen. Das ist das, was wir sehen wollen, das ist das, von dem ich gesprochen habe.
Und zwar, dass wir die EMA Ribbons hier reiten sozusagen und immer wieder Support bestätigen. Und bislang muss man hier wirklich sagen, werden wir hier ganz schön supported. Aber der wichtigste und aussagekräftigste Chart, Leute, ist natürlich hier trotzdem noch der Daily Chart. Das heißt, wir wollen hier wirklich am Daily Chart immer wieder jetzt sehen, dass wir von den Daily EMA Ribbons bouncen. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum sind wir jetzt etwas rejected worden, Leute? Ich habe es schon angesprochen, aber natürlich, wir sind hier fast Dollar to Dollar von dieser Resistance Zone rejected worden, haben hier auch so ein kleines Double Top geformt, also das Umgekehrte zum doppelten Boden, Double Top eher bearish, so ein kleines M-Pattern, könnte man hier sogar vielleicht sagen. Und man muss natürlich sagen, Leute, wir hatten hier immer wieder higher highs, ganz klar, also eben ein Uptrend, aber wir haben hier am RSI, Leute, Lower Highs gebildet, das heißt multiple bearish Divergences, aber wir wussten schon seit Wochen über die Signifikanz in dieser Preiszone Bescheid, deswegen dürfte das für niemanden eine Überraschung sein und deswegen sind unsere Trades auch noch so klein, Leute. Schaut euch unbedingt unsere letzten Videos an, um die Trading-Strategie auch kennenzulernen. Und würde ich sagen, gehen wir am 1-Stunden-Chart. Und am 1-Stunden-Chart, Leute, sind wir hier eben rejected worden. Ganz klar, haben wir eh schon besprochen, am 4-Stunden- und am Daily-Chart. Aber wir sind hier auch am 1-Stunden-Chart momentan unter den 1-Stunden-EMA-Ribbons. Aber ich habe schon gesagt, jetzt ist das Wichtigste mal der 4-Stunden- und der Daily-Chart. Da sind die EMA-Ribbons wichtig. Hier kann man immer wieder rejected werden, solange wir nicht hart rejected werden. Und wenn die flippen natürlich viel schneller bullish und bearish, die kleineren Timeframes, als die größeren und haben nicht so viel Aussagekraft. Aber auch hier, Leute, eben bearish Divergences wie am 4-Stunden-Chart. Und es wurde auch hier so ein kleines Head and Shoulders Pattern gebildet. Preisziel ist schon erreicht, das brauche ich nicht abmessen, das sehen wir hier schon. Und es ist nicht schön, aber die Bullen haben hier eine Chance, ein W zu formen, aber wie gesagt, ist nicht schön, weil wir haben hier ein Lower Low. Das heißt, wir wollen natürlich bei einem W immer sehen, dass das so in die Richtung ausschaut, dass das zweite Low higher ist als das erste, aber es ist trotzdem nicht invalidiert deswegen, ganz, ganz klar. Und man muss hier sagen, am 1-Stunden-Chart, Leute, wir haben hier ein Lower Low gebildet und ein Higher Low am RSI, wie man hier sehr, sehr schön sehen kann. Das heißt eine bullische Divergence und die könnte uns dabei eben verhelfen, dass wir etwas seitwärts gehen oder vielleicht einen kleinen Pump sehen. Das muss man aber eben beobachten, auch wie wir hier mit den 1-Stunden-EMA-Ribbons agieren. Beziehungsweise momentan sieht es so aus, als wurden wir hier wieder einmal rejected. Gut, Leute, ich glaube, ihr seid auf alles vorbereitet. Wer noch keine Trades offen hat, Leute, ich shorte nicht sehr, sehr gerne in Bullenmärkten, deswegen auch hier keine Short-Position am Start. Aber Leute, wenn wir diese Zone von 42.000 Dollar als Support flippen, und da werde ich euch auf den Social-Media-Kanälen und natürlich mit Live, mit Videos up to date halten, dann kann man hier neue Long-Positionen eröffnen, aber da werden wir euch noch informieren. Deswegen steht momentan auf der Seitenlinie, solltet ihr noch keine Position offen haben, ist besser als blind in Trade springen. Sonst bleibt unsere Trading-Strategie gleich wie besprochen. Schaut euch unsere letzten Videos natürlich an. Und wenn euch das wie immer gefallen hat, Leute, lasst bitte einen Daumen da, abonniert unseren YouTube-Kanal, drückt die kleine Glocke, drückt auf alle, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Geht auf Instagram, abonniert uns dort, geht auf Twitter, abonniert uns dort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen beim nächsten Video. Wunderschönen Montagabend noch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.